Ja, glauben Sie etwa, ich laufe hinter Ihnen her, damit Sie hier einen Rentenantrag stellen können? Wer mich so freundlich heute begrüßt hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's. Das, was jetzt kommt, ist ein richtig heißes Video. Bleibt dran. Hallo, liebe Freunde des Berufsbetreuerkanals. Ich bin's mal wieder, Cordelia Lindenborn, eure Berufsbetreuerkollegin aus Essen. Heute will ich euch mal mitnehmen zum dritten Teil des Sozialhilfeantrages. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe schon zwei Videos hochgeladen, Sozialhilfeantrag 1 und 2, zu den Parkgebühren auch und zu verschiedenen Herausforderungen mit der Bürokratie. Die verlinke ich euch hier oben in der Infobox. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr den gerne nochmal anschauen. Dann habt ihr das in der richtigen Reihenfolge. Heute bin ich dabei, den Rentenantrag zu stellen, beziehungsweise ich habe einen Termin für den Rentenantrag meiner Betreuten. Und ja, da bin ich jetzt heute Morgen, habe ich den Termin, wollte ich hier wahrnehmen. Moment, es wird gerade ein Brief eingeworfen. Ja, leider hat mir die Dame an der Empfang schon gesagt, also Sie müssen mit einer langen Wartezeit rechnen. Wir haben Krankheitsausfall und es kann sein, dass Sie jetzt eine Stunde warten müssen, obwohl ich also pünktlich da war zum Termin. So ist das halt, das sind die Freuden des Berufsbetreuers. Jetzt sitze ich herum, aber ich tröste mich, weil ich dann in der Zeit gerne einfach ein Video für euch drehe. Ja, lustig war es auch schon, hier hinzukommen in Essen. Eigentlich wollte ich mit der Straßenbahn fahren, weil ich schon wusste, es wird wieder chaotisch, Parkplatzsuche und so weiter. Und vor allen Dingen auch, das Blöde ist bei der Parkplatzsuche, erstens, man findet kaum einen. Wenn man dann einen Parkplatz gefunden hat, dann ist das natürlich mit Parkschein. Und die maximale Parkdauer beträgt, also die man lösen kann, sind 90 Minuten, also anderthalb Stunden. Das ist natürlich nicht sehr viel. Kostet 2,70 Euro für 90 Minuten parken. Die habe ich jetzt, die maximale Dauer habe ich natürlich gelöst, den Parkschein ins Auto gelegt. Und jetzt ja, verbringe ich die erste Stunde wahrscheinlich schon mit Warten. Lustig ist dann natürlich auch, das habe ich auch schon mal erlebt, dass ich dann die maximale Parkdauer überschritten hatte, weil der Behördentermin so lange gedauert hat. Da hat der Behördentermin einfach zwei Stunden oder noch ein bisschen länger gedauert. Und dann kam ich zurück zum Auto und hatte auch noch ein Knöllchen. Tja, das sind dann die Freuden des Berufsbetreuers. Das kann man natürlich dann auch bezahlen. Und es geht alles von der Vergütung aus, es wird alles aus der pauschalen Vergütung. Muss das natürlich bestritten werden, sowohl der Parkschein wie auch das Knöllchen noch obendrauf. Ja, zum Glück kann man es von der Steuer absetzen. Also wer das noch nicht wusste, kleiner Hack, hat mir meine Steuerberaterin neulich gesagt. Also weil das Auto bei mir berufsbedingt geführt wird, ist das so. Also alles, was mit dem Auto zusammenhängt, kann man dann absetzen, eben auch Knöllchen. Ja, das ist keine Steuerberatung hier, aber einfach nur ein kleiner Trick, ein kleiner Hack, so wie ich das mache. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie es gleich weitergeht. Ich habe natürlich alle Unterlagen für meine Betreute zusammengekloppt. Das war auch gar nicht so einfach. Wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, es war also schon sehr, sehr schwierig, an den Personalausweis meiner Betreuten zu kommen. Das habe ich aber ja geschafft. Und ja, mit so einem Sozialhilfeantrag sind ja mehrere Anträge verbunden. Das ist ja nicht nur der Antrag, der Grundantrag, sondern geprüft werden muss natürlich dann auch der Rentenanspruch. Da bin ich ja heute zum Rententermin. Es muss ein Antrag gestellt werden auf freiwillige Krankenversicherung und noch einiges mehr. Und der ganze Papierkram, den man dazu braucht, angefangen bei der Steueridentifikationsnummer bis hin zur Bezugsbescheinigung von Arbeitslosengeld 2, bis hin zu Geburtsbescheinigungen der Kinder, bis hin zu Scheidungsurteil oder was auch immer dann die Leute haben, in welchem Familienstand sie leben. Das muss alles belegt werden und die Dokumente muss man mitbringen. Die ganzen gesamten Versicherungszeiten bei der Krankenkasse muss man sich bescheinigen lassen und so weiter. Das ist ein riesen Boost, das ist ein Waschzettel gewesen mit bestimmt 15 Dokumenten oder so. Das kriegt man dann ja als Betreuer zugeschickt. Und da habe ich gut und gern jetzt die letzten, jetzt wird es gerade sehr laut, so die letzten 5-6 Wochen damit zugebracht, die ganzen Dokumente entweder noch anzufordern oder ja, zu ordnen, damit die heute zum heutigen Termin da sind. Ja, das wird von den meisten Leuten so nicht anerkannt und so nicht gesehen. Also von unseren Klienten natürlich am allerwenigsten, weil die ja auch nicht verstehen, was damit einhergeht.
was das für eine Arbeit ist und was das für einen Aufwand bedeutet, für einen Zeitaufwand und auch für einen Geldaufwand. Denn wir müssen ja aus unserer pauschalen Vergütung, also diese ganzen Sachen wie Parktickets und so weiter, Wegekosten, das ist ja alles pauschal mit abgegolten und das müssen wir ja alles damit bestreiten. Also das heißt, von den idealerweise 44 Euro pro Stunde, die theoretisch berechnet werden, wonach sich die pauschale Vergütung theoretisch berechnet, gehen also diese ganzen Kosten noch ab und es bleibt ja dann also wirklich nicht mehr sehr viel über, wenn man das mal bedenkt. Gut, ich bin aber trotzdem zuversichtlich. Heute ist auch super Wetter und da macht es natürlich auch gleich mehr Spaß, wenn man dann unterwegs ist und nicht irgendwie nass geregnet wird, sondern da hat man einfach auch ein bisschen mehr Spaß bei der Arbeit. Das finde ich ganz okay. Das Gute ist allerdings, dass ich auch für meine Betreute, die in Gelsenkirchen wohnt, hier in Essen den Antrag stellen kann. Das ist echt cool. Da ist die Rentenversicherung also sehr, sehr gut organisiert, muss ich sagen. Das ist für mich natürlich günstiger, das alles in Essen zu machen, als wenn ich dafür jetzt nochmal nach Gelsenkirchen fahren müsste. Und in Gelsenkirchen hätte ich ja die gleichen Sachen, also müsste auch Parkticket und so weiter, das müsste ich ja auch dort zahlen. Und das ist super, dass man das auch in einer anderen Stadt machen kann, wenn man dort seinen Wohnsitz hat und dann die Sachen eben auch schneller erledigen kann. Ja, was ich auch gut finde, ist, dass man also nicht mehr die ganzen Papiervordrucke ausfüllen muss, so wie es früher war für die Rentenversicherung, sondern man kriegt das zwar noch zugeschickt, wenn man das unbedingt möchte, aber grundsätzlich läuft das so, dass man alle Dokumente halt mitbringt und hier die Mitarbeiter von der Rentenversicherung, die geben das dann alles ein und dann hat man also viel weniger Schreibarbeit. Die haben ja auch den Rentenverlauf in aller Regel schon gespeichert und verschiedene Daten sind einfach schon da und dann wird halt noch das ergänzt, was ergänzt werden muss. Und das finde ich sehr schön. Also das ist wirklich, da hat die Digitalisierung auch mal einen Nutzen. Kommt uns Berufsbetreuern ja irgendwo auch zugute, auch wenn der nicht verhindert, dass wir an solchen Tagen wie heute hier jetzt stehen und darauf warten, dass wir drankommen. Und die Zeit dann ja einfach weg ist natürlich, weil wir können sie ja kaum anders nutzen. Nee, warum? Ja, und dann hatte ich noch neulich einen sehr interessanten Kommentar unter meinen Videos auch. Vielen Dank auch für das Feedback übrigens. Also ich wollte noch was sagen, ich freue mich wirklich sehr über eure Rückmeldung, über Feedback, über Kommentare, auch natürlich über Verbesserungsvorschläge und auch wenn ihr Fragen habt oder Themen habt, die euch interessieren, also schreibt mir das ruhig mal. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich da jede Frage irgendwie beantworte. Ich weiß ja auch nicht alles, auf alles die Antwort. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, was für Themen euch umtreiben, mit welchen Herausforderungen ihr so umgeht. Und ja, die Anregung aus dem Kommentar war, der Kollege sagte, man könnte mich schlecht verstehen. Also ich habe jetzt hier so ein, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so ein Steckmikro und hoffe, dass man mich dann trotz der Straßengeräusche und trotz der Nebengeräusche doch verstehen kann. Also diese Videos, ja, die werden natürlich jetzt nicht Studioqualität bekommen. Davon gehe ich nicht aus, das kann ich nicht leisten. Ich drehe die Videos ja gerade von unterwegs, um zu zeigen, wie wirklich der Alltag von Berufsbetreuern aussieht. Und da ist es eben dann natürlich auch, gibt es eben diese Geräusche in der Stadt, da fahren die Autos, da ist der Krach. Ich hoffe, dass man mich trotzdem jetzt verstehen kann mit dem Mikro. Ja, liebe Leute, hallo, ich bin's wieder. Das war echt krass jetzt gerade. Ich bin kurz wieder reingegangen nach dem ersten Teil des Videos. Und dann stand also ein Herr der Rentenversicherung und schrie schon so ganz genervt in den Raum. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja gut, da muss sie jetzt halt noch länger warten. Also nannte dabei den Namen meiner Betreuten. Und gerade in dem Moment kam ich rein und habe gesagt, ich bin hier. Ich hatte allerdings vorher, das hatte mir die Dame am Service auch gesagt, wenn sie raus müssen, irgendwie Parkuhr nachschmeißen oder irgendwas, weil ich sagte, ich habe ja maximal nur 90 Minuten Parkzeit, ich hoffe, das klappt dann auch. Da hat sie ausdrücklich gesagt, wenn sie raus müssen oder telefonieren wollen oder so, können sie machen, sagen sie einfach nur Bescheid. Sie werden dann also, wenn sie vor die Tür gehen müssen oder so, kein Problem, dann sage ich hier Bescheid, dass ihr Termin gewahrt bleibt. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Davon wollte der Herr, bei dem ich dann den Rentenantrag gestellt habe, allerdings überhaupt nichts wissen. Der hat mich angemotzt. Er hat gemeint, ja, glauben Sie denn, ich renne hinter Ihnen her und komme jetzt hier raus von die Tür, damit Sie Ihren Rentenantrag stellen können. Das war voll witzig. Oh, es ist wieder viel Straßenlärm.
Ich hoffe, man kann mich hören. Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie mal, Ihre Kollegin hat mir genau das gesagt, ich soll Bescheid sagen, dann könnte ich vor die Tür gehen. Da muss ich mich dann ja auch drauf verlassen können, finden Sie nicht. Und dann war er aber so richtig genervt und meinte dann, ja, das wäre ihm egal, was seine Kollegin gesagt hätte und das gibt's ja wohl nirgendwo. Meinen Sie, ein Arzt holt Sie rein in der Praxis? Ich gesagt, ja, habe dann erstmal tief durchgeatmet und habe gesagt, aber jetzt sind wir ja zusammengekommen. Jetzt haben wir ja zum Glück geschafft, dass wir den Termin gemeinsam noch wahrnehmen können. Und er sagte, ja, wenn ich Sie jetzt nicht gesehen hätte, wenn ich Sie jetzt nicht getroffen hätte, dann hätten Sie halt ein andermal wiederkommen müssen. Habe ich dann nochmal tief durchgeatmet und habe gesagt, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt und machen den Rentenantrag. Gucken wir, dass wir das schnell hinkriegen. Und ja, das war also, sag mal, so ein Start. Der war schon wieder, wenn man jetzt irgendwie schlecht drauf ist oder so, könnte man sagen, schon wieder zum Abgewöhnen. Behörden, Bürokratie und Freundlichkeit, die zum Abgewöhnen ist. Aber naja, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich sehe das so unter dem Motto, ist ja hier auch bei uns im Ruhrgebiet so ein bisschen, sagt man ja, raue Schale, weicher Kern. Der Typ war dann letzten Endes, als er sich etwas abgeregt hatte, doch irgendwie noch ziemlich nett und hat das auch alles total schnell hingekriegt. Das war jetzt echt Rekordzeit, habe noch nie so schnell einen Rentenantrag gestellt. Ich hatte natürlich auch alle Unterlagen dabei. Von der ersten bis zur letzten Sache alles belegt, alles bescheinigt. Insofern war es natürlich gut und einfach. Und ja, ich muss gerade über die Straße gehen. Ohne Unfall möglichst. Und ja, er sagte dann, hatte sich dann so ein bisschen abgeregt. Er hat mich dann immer mit dem Namen meiner Betreuten angesprochen. Und da habe ich dann gesagt, ja, übrigens, mein Name ist Linnenborn. Ich bin die gesetzliche Betreuerin. Und da guckt er mich so an und dann habe ich auch mit der Bestellungsurkunde gewunken. Und da hat er sich dann so ein bisschen abgeregt. Und als er dann sah, ich habe alles dabei, da war er dann irgendwie versöhnlich und hat dann ruckzuck da alles eingegeben, alles eingetippt. Und hat mich noch darauf aufmerksam gemacht. Also meine Betreute kann vielleicht sogar in die Krankenversicherung der Rentner, weil sie 5 Kinder hatte und sie hat zwar ansonsten keine Vorversicherungszeit, keine normale Versicherungszeit, aber diese 5 Kinder, die werden, da gibt es eine fiktive Versicherungszeit und sie hat dann also 15 Jahre fiktive Versicherungszeit, meinte er. Ich weiß jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber er sagte, das wäre wohl so, ich sollte bei der Krankenversicherung und Rentenversicherung nachfragen. Es gäbe noch einen Zuschuss von der Rentenversicherung. Vielleicht kommt sie in die Krankenversicherung der Rentner sogar rein, sodass sie dann gar nicht freiwillig versichert werden muss. Aber das bleibt abzuwarten. Ich habe den Antrag auf jeden Fall vorsichtshalber natürlich gestellt auf freiwillige Versicherung, ist ja klar. Und da wird man jetzt sehen. Also er war dann durchaus auch in Plauderlaune und meinte, also hat mir hier noch den einen oder anderen Tipp gegeben und hat gemeint, ja, ich stelle den Antrag auf den Zuschuss, den stelle ich jetzt noch mal eben kurz für Sie und so. Und habe ich gesagt, ja, das ist ja nett von Ihnen. Und damit muss ich sagen, wir hatten echt einen holprigen Start, ja, am Anfang, aber das war dann total cool. Also der hat das alles ruckzuck gemacht, Rekordzeit 25 Minuten. Rentenversicherungsantrag zu stellen, das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe das schon erlebt, da habe ich also über 1,5 Stunden nur im Termin gesessen, weil das so lange gedauert hat und weil die so lange da rumgetippt haben und alles Mögliche noch überprüft haben. Das war natürlich auch ein komplizierter Fall. Dieses Mal war es auch kein ganz einfacher Fall, aber ja, es ging total schnell. Das ist positiv. Okay, ja, so weit, so gut. Ich bin jetzt hier noch kurz zum Nürnberger Platz gelaufen. Ich habe nämlich noch 20 Minuten auf meiner Parkuhr. Das ist super. Da kann ich jetzt noch eben schnell eine Batterie holen für meine Armbanduhr. Die ist nämlich, die läuft nicht mehr und das geht auch nicht als Berufsbetreuerin. Da werde ich jetzt also gucken, dass ich noch eine Batterie kriege. Denn wenn man immer
auf den nackten Arm guckt, wenn man die Uhrzeit haben will. Das ist irgendwie blöd. Ja, ich nehme euch mal mit hier in den Limbecker Platz. Das ist eigentlich, ich hasse eigentlich dieses Einkaufszentrum. Ich finde es total doof, weil das ist nur dafür gemacht, dass man sich hier drin verläuft und irgendwelche Sachen kauft, die man überhaupt nicht braucht. Schlimm ist das, finde ich. So ein richtiger Konsumtempel. Die Luft ist auch klimatisiert und schlecht und irgendwie gibt es halt alle möglichen Sachen, natürlich Lebensmittel und Feinkost und weiß der Kuckuck, Schuhe und Klamotten und tausend Sachen. Wie gesagt, man wird sehr dazu verführt, irgendwo sich was mitzunehmen, irgendwo sich was zu kaufen oder irgendwo reinzugehen. Ich bin überhaupt nicht so die Shopping Queen, deswegen bin ich da total resistent. Ich hasse eigentlich Shopping. Ich weiß, das ist nicht sehr typisch für Frauen, aber bei mir ist das tatsächlich so. Ich halte da gar nichts von, beziehungsweise mir macht das auch keinen Spaß. Ich bin immer froh, wenn ich hier wieder draußen bin. Ja, jetzt gehe ich aber noch kurz in den Uhrenladen und hole mir meine neue Batterie. Denn das ist einfach cool, wenn ich demnächst wieder weiß, was die Stunde geschlagen hat. So, das Handy-Ladekabel ist auch im Kasten. Das ging auch total flott. Echt gut. Ich habe ein Samsung-Gerät, so ein altes. Und das ist jetzt schon das dritte Ladekabel, was ich danach kaufen muss. Irgendwie gehen die Dinger schnell kaputt. Ja, und ich habe festgestellt, also das Originalgerät war tatsächlich fast 2 Euro günstiger als das Nicht-Originalgerät von HEMA oder HAMA oder so heißt es. Da habe ich natürlich das Original genommen, weil mit diesem ganzen Equipment, was nicht original ist, habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Dann lädt das nicht gescheit oder es funktioniert nicht richtig oder es geht dann auch schnell kaputt oder wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich das interessant. Das Original von Samsung tatsächlich günstiger ist als das Austausch, als das Plagiat sozusagen. Ja, also jetzt habe ich noch genau 7 Minuten, um zu meinem Auto zu kommen, bevor der Parkschein abläuft. Ich bin begeistert. Also obwohl der Tag ja heute so ein bisschen komisch angefangen hat, nicht so ganz ermutigend bei der Rentenversicherung, bin ich jetzt doch ganz gut klargekommen, habe einiges geschafft. Super, jetzt kann ich zurück ins Büro und mich noch an den Schreibtisch setzen. So, ich nochmal. Ja, geschafft. Ich sitze im Auto. Und ja, ich habe ja jetzt auch wieder eine Uhr. 5 Minuten habe ich die Parkzeit überschritten, tatsächlich. Ich habe aber noch kein Knöllchen. Ich hoffe mal, das ist gut gegangen. Die sind ja sehr schnell dabei in Essen. Also auch, dass ich jetzt kein Knöllchen am Scheibenwischer habe, das sagt überhaupt nichts, dass ich nicht demnächst Post bekomme vom Straßenverkehrsamt. Die patrouillieren hier also auf und ab und gucken nur, wo ist der Parkschein abgelaufen und zack, hat man also dann, ja, wird man dann zur Kasse gebeten, das ist einfach so. Aber ich hoffe, dass es heute gut gegangen ist und ja, das war eigentlich wirklich ein erfolgreicher Vormittag insofern, muss ich schon sagen, auch wenn er ein bisschen holprig angefangen hat. Und ich wollte noch so ein bisschen reflektieren. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit den allermeisten Leuten, die in der Verwaltung arbeiten, wenn die so knurrig sind oder irgendwie schlecht drauf und einen anmotzen oder einen anherrschen oder so, also das man muss ja auch bedenken, es war jetzt auch ein Herr, der war jetzt schon nicht mehr so ganz jung, also ich denke mal, der steuert auch schon langsam so auf seine eigene Rente zu und oft hat man es in der Verwaltung gerade auch mit Menschen zu tun, die ja so ein bisschen unzufrieden sind mit ihrem Job und ja, frustriert oder wie auch immer, oder denen die Arbeit jetzt vielleicht auch nicht so viel Spaß macht. Und ja, das ist natürlich so eine Sache. Also könnte man sagen, ja gut, denen macht die Arbeit keinen Spaß. Mir macht meine Arbeit auch keinen Spaß, wenn da so rumgenörgelt wird. Oder jeder hat natürlich, jeder Job bringt Schwierigkeiten mit sich. Und bei uns Berufsbetreuern ist es schließlich auch so. Also mit was für Hindernissen wir ständig zu kämpfen haben, da kann man auch schnell dazu kommen, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr. Das ist kein Grund, finde ich, schlechte Laune zu versprühen anderen Menschen gegenüber. Sondern ich finde immer, selber gute Laune zu haben, hat ganz viele Vorteile. Das ist einfach, also das stärkt das Immunsystem und es steckt dann auch ein bisschen andere Leute an, habe ich so die Erfahrung gemacht. Bei diesem Herrn jetzt heute war es so, ich hatte
In dem Moment, wo ich sagte, Mensch, aber jetzt haben wir doch noch ein Glück, dass wir uns jetzt noch getroffen haben und jetzt machen wir den Termin zusammen und ich freue mich, dass es jetzt doch noch geklappt hat, dass wir jetzt den Termin zusammen, den Rentenantrag zusammenstellen können. Da hat er auch so ein bisschen durchgeatmet und hat sich dann beruhigt. Also wenn ich da jetzt angefangen hätte, darauf bestanden hätte, ja, aber ihre Kollegin hat auch gesagt und da muss ich mich doch darauf verlassen können oder vielleicht noch angefangen hätte mit irgendwelchen Vorschriften oder sonst was oder Gesetzen. Also ich glaube, dann wäre ganz fuchsig geworden. Also da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, irgendwie so auf die menschliche Schiene zu gehen und zu sagen, Mensch, aber jetzt haben wir doch noch mal Glück gehabt und jetzt können wir es doch zusammen hinkriegen und so. Ja, das ist so meine Vorgehensweise, meine Taktik dabei. Und ja, schreibt mir doch mal, wie ihr das macht. Bis demnächst. Ciao.